Heute war ich mal wieder beim Training der Bayern an der Säbener Straße. Um der Frage nachzugehen, ist Niko Kovac der richtige Trainer für den FC Bayern? Da hatten ja viele bei der Verpflichtung schon so ihre Bedenken, mich eingeschlossen. Aber wenn man Kovac so beim Training beobachtet und vor allem sieht, was er für ein freundschaftliches Verhältnis mit den Spielern hat, dann ist das schon ein riesiger Unterschied im Vergleich zum eher passiven, distanzierten, autoritären Jupp Heynckes, der natürlich eher so die Vaterfigur war. Kovac hingegen macht die Trainingseinheiten mit und damit demonstriert er natürlich, dass er einer von ihnen ist. Er war auch mal beim FC Bayern und hat es immer noch drauf mit 46 Jahren, da mit den Spielern zu spielen. Aber im Endeffekt ist die Stimmung auch sehr gut und auch wenn es da Reibereien vielleicht schon gab mit Robben oder die zumindest hineininterpretiert wurden, als Robben am ersten Spieltag nur auf der Bank saß und nicht von Beginn an spielte. Davon war im Training überhaupt nichts zu sehen. Kovac selbst mittendrin statt nur dabei. Also wenn man es nicht wüsste und er nicht das Trainerleibchen anhätte, könnte man meinen, der wäre einfach noch aktiv. Die Frage wird sein, wie er mit der ersten Krise umgeht, wenn es denn mal jetzt nicht so laufen sollte und die Bayern vielleicht auch mal sogar ein Spiel verlieren. Gott bewahre, aber so weit wird es wahrscheinlich gar nicht kommen, denn die Stimmung ist gut, die Qualität ist sowieso vorhanden und ich muss sagen, ich bin seit diesem Trainingsbesuch heute von Kovac überzeugt.